Herzlich willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Heute Nacht gab es ein Update, und zwar gab es das Luigi-Update. Drei neue Outfits, die wir uns vielleicht auch angucken können. Und neue Snapshot-Funktionen. Entschuldigt meine Stimme, es ist etwas früh. Ich nehme das morgens auf und deswegen ist meine Stimme noch ein bisschen anders als sonst. Ja, Luigi steht jetzt in jeder Stadt oder in jeder Welt rum. Und wir reden mal mit ihm. Hey Bruder, du hast Prinzessin Peach gerettet, nicht? Ich bin total stolz, dich meinen Bruder nennen zu dürfen. Aber genug davon. Hör zu, Bruder. Ich habe mein neues Spiel ausgedacht. Das heißt Ballonjagd. Ballonjagd ist ein Minispiel, in dem du nach Ballons suchst, die von Spielern aus aller Welt versteckt wurden. Guck mal, jetzt so eine Schleife. Fliege, dein Highscore, Spitzname und dein Profilbild sind öffentlich sichtbar. Möchtest du eine Verbindung zum Netzwerk herstellen? Klar. Versuchen wir es mal. Why not? Alles klar, lass uns loslegen. Gehen wir zum Startbereich. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Spielen, Belohnung, 50-3. Es gibt zwei coole Arten, Ballonjagd zu spielen. Es gibt Ballon verstecken oder Ballonsuche. Fangen wir mit Ballonsuche an. Ich verstecke gerade mal einen Ballon und du suchst ihn. Du hast 30 Sekunden, um den Ballon zu finden und ihn platzen zu lassen. Ist das der da hinten? Sobald du den Startbereich verlassen hast, beginnt die Ballonsuche. Ja gut. Der war obvious. Glückwunsch. Guck mal, Bruder, als Belohnung möchte ich dir 50 Münzen überreichen. Boah, das ist ja viel besser als mit Münzen farmen. Und dazu erhältst du noch einen Zeitbonus. Das macht nochmal 80 Münzen extra. Diesmal habe ich den Ballon versteckt. Beim echten Spiel verstecken allerdings Spieler aus aller Welt die Ballons. Und um die echte Ballonsuche zu spielen, musst du mir ein paar Münzen abdrücken. So sind leider die Regeln. Und hast du es bemerkt, für alle drei gesammelten Münzen erhältst du eine Sekunde auf dein Zeitlimit obendrauf. Diese Regel gilt für Ballonsuche und für Ballonverstecken praktisch nicht. Alles Roger? Gut, dann spielen wir jetzt Ballonverstecken. Beim Ballonverstecken bist du der Typ, der die Ballons versteckt, Bruder. Und Spieler aller Herren Länder suchen sie. Da muss ich jetzt gerade mal sagen, da erwarte ich leider, dass es irgendwann oder es ist doch relativ schnell dazu kommen wird, dass es Spots geben wird, wo die Leute den Ballon immer verstecken, wo man nur hinkommt, wenn man richtig hart geskillt ist. Also auch irgendwelche Glitches oder krasse Sprünge drauf hat. Das finde ich wieder irgendwie, ich hoffe irgendwie, dass es das reguliert ist. Mal gucken. Du hältst so lange Münzen für jeden Mitspieler, der deinen Ballon sucht, bis ein Spieler ihn findet und zerplatzen lässt. Das Zeitlimit beträgt 30 Sekunden. Viel Glück beim Verstecken deines Ballons. Je nachdem, wie lange du brauchst, um ihn zu verstecken, beeinflusst das die Zeit, dass die anderen zum Finden haben. Du kannst die Zeit lassen und ihn weiter weg verstecken oder schnell in der Nähe. Nutz die Zeit clever. Sobald du den Startbereich verlassen hast, beginnt Ballonjagd. Ballon verstecken. Okay, ich kann den verstecken. Wo verstecke ich den denn? Ha. Da hoch komme ich nicht. Okay, warte mal. Ich glaube nicht, warte mal. Ach, scheiße. Ich kann Mario Odyssey übrigens nicht mehr. Ich wollte da jetzt rüberspringen, ganz cool. Warte, ja, warte. Ich versteck den. Hier. Ja, sicher. Ich habe ja gerade keine Chance. Es ist Sande, Bruder. Dein Versteck ist spitzenmäßig gewählt. Okay. Ich hoffe, dir gefällt Ballonjagd. Beide Arten sind einfach unglaublich spaßig und die Zeit vergeht wie im Flug. Und vielleicht scheffelst du ja eine Menge Münzen, wenn du dich bei Ballonsuche und bei Ballonverstecken reinhängst. Prima, du willst also Ballonsuche spielen und die Ballons von Spielern aus aller Welt finden? Ja klar, versuchen wir es doch mal. Die Antwort gefällt mir. Also dann, spielen wir Ballonsuche. Welchen Ballon möchtest du suchen? Okay. Biggie Mouth macht mir Angst. Hat aber 38 Sekunden. Nehmen wir mal. Man kriegt angezeigt, in welche Richtung. Okay. Ach, scheiße. Ach, man kriegt aber nicht für immer angezeigt. Oh, shit. Ist hier irgendwo? Irgendwo hier? Da, nein. Okay.
Wird angezeigt, wenn du stehen bleibst. Unter mir. Nein. Wo war der denn? Ah, oh, da hinten bestimmt. Da um die Ecke. Wird mir das jetzt angezeigt, wo? Wie schade. Möchtest du es nochmal versuchen? Ja, ich versuch's nochmal. Der bleibt ja da anscheinend. Und die Steuerung habe ich dann bestimmt auch mal... Oh mein Gott, drin. Okay, der Fall wird angezeigt, wenn man stehen bleibt. Jetzt habe ich eine Vorahnung, wo der ist. Aha. Okay. Ich habe 20 ausgegeben, ich kriege wieder 50, das sind 30 plus. Das lohnt sich auch, wenn man mehrere Versuche braucht, also. Es lohnt sich einfach. 9 Sekunden, der Japaner. Möchte ich das mal gucken? Ich möchte mal gucken, was bei 9 Sekunden rumkommt. Entweder war das ein richtig geskillter Typ, oder er ist nicht weit gekommen. Okay. Gib! Okay, der ist nicht weit gekommen. Okay, ohne Pfeil wäre das aber auch unmöglich. 50 Münzen, 10, 60, dein Rang hat sich erhöht, dafür gibt es Münzen. Holy shit. Holy shit, das ist echt Münz-Heaven, Alter. 40 Sekunden, der Tyson. Ich glaube, 40 ist das Maximum, wa? Ja. 40 ist tatsächlich das Maximum. 16 Sterne. Der ist ja schon hart dabei. Der kennt schon die Spots. Man sieht sogar die Münzen von anderen. Der kennt die Spots. Okay, da gucken wir mal. Wahrscheinlich die gleiche Stelle wie vorhin. Hä, hier? Moment. Unten? Wait. Unten? Ist der in den Gully rein? Geht das? Nee, die Türen sind ja zu. Wie hat er das gemacht? Ist die hier irgendwo rauf und dann hier irgendwo runter? Hä? Wie hat er das gemacht? Wie? Wie? Münzen knüpft er mir ab. Ah, komm, ich riskiere es. Aber wie, wo ist der dahin? Der ist unter diesem Haus. Kann man da hinten? Nee, da hinten kann man nicht runter. Hier irgendwie runter? Ist das wieder so ein Glitch? Könnte das schon so ein Glitch sein? Den der nutzt? Das ist komisch. Ich glaube, man kann nämlich in die Häuser reinglitschen. Hat er das hier schon gemacht? Umsehen. Ich kann mich leider nur um Mario herum umsehen. Vielleicht kann ich ins Haus gucken. Leider nicht. Leider kann ich nicht ins Haus gucken. Ich würde gerne durch die Welt gucken können mit der Kamera. Ich versuch's noch einmal. Weil dann ist genau das schon eingetreten, was ich vermute. Harte Glitcher. Wee-hoo!
Oder ich bin halt blind. Kann beides sein. Okay, ich stelle mich mal extra hier ins Haus. Ganz nah dran, um zu gucken. Vielleicht kann ich dann durchs Haus gucken. Nee. Ah, es geht nicht. Aber der Ballon ist ja unten. Das ist halt das Heftige. Keine Ahnung, wo der ist. Der ist unter dem Haus. Man kann nicht unters Haus. Soweit ich weiß. Verlassen, oh yeah. Ja. Ballon verstecken nochmal? Komm, gucken wir mal, ob wir nochmal gut verstecken können. Kriege ich denn dafür was, wenn ich den verstecke? Weil sonst macht das ja keinen Sinn, den zu verstecken, weißt? Ich versuche mal was. Ah, shit. Ja, genau da wollte ich hoch. Ey, ich will da hoch. Oh mein Gott. Oh, kann ich da nicht irgendwie hoch? Kann ich den in der Luft platzieren? Dann mache ich das jetzt. Ja, es geht nicht. Oh, hier verstecke ich den. Gute Idee. So. So, wir haben den Ballon versteckt. Ich suche nochmal Ballons. Wir gehen auch gleich nochmal in eine andere Welt und gucken da. Piu. Sehr viel Geld verloren jetzt. Durch diesen einen Ballon, der nicht existiert. Gucken wir mal. Wo hat denn der Kollege den versteckt? Auch wieder in die Richtung. Kann das Spiel nicht mehr? Okay. Kann man nach oben, würde ich sagen. Okay. Nein! Oh, shit. Ich hätte den bestimmt kriegen können. Der war da oben irgendwo. Ich will es mal versuchen. Problem ist halt, dass ich ein paar Wochen, Monate, schon wieder kein Mario Odyssey. 30! Münzen, kein Mario Odyssey. Kein Mario Odyssey mehr gespielt habe. Und die Steuerung nicht mehr so drin ist, wie als ich es fürs LP gespielt habe. Ist hoffentlich klar. Oh Gott, ja, sieht man hier. Oh mein Gott. Gib mir Münzen. Gib mir Münzen. Ja, es rettet mich. Hier war ich doch schon, oder? Ich weiß es. Ja, keine Ahnung. Wo ist der Ballon? Der ist auf der anderen Hausseite. Ich möchte einen anderen. Ich möchte ein Erfolgserlebnis in dieser Stadt haben. Da nehmen wir den. Okay, Z, den sieht man ja schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Es passieren Dinge, die nicht passieren sollten. 20 Sekunden sind nicht so viel. Schnell da oben. Ja, ich weiß. Okay. So, 51 Münzen, 5 Münzen Münzbonus, 150 Sternrang erhöht. 3. Oh, lol. Okay, das ist echt, also das ist super zum Münzenfarmen. Jetzt gehe ich aber, nein, ich wollte eigentlich, nein, 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 anderer Ballon bitte. Und zwar möchte ich verlassen. Ja. Und einmal in den Shop lunsen. Du hältst mehr Münzen, wenn du hier spielst, Kaskadenland. Ach so, es gibt sogar Länder, wo man mehr Münzen bekommt. Okay, cool.
Okay. Gehen wir mal hier rein. Gucken, ob ich mir Klamotten kaufen kann oder ob ich sie mir wenigstens angucken kann. Hi. Wir haben ganz frisch neue Artikel im Sortiment aufgenommen. Habt ihr das? Oh Gott, gibt's viele Outfits, die man sich kaufen konnte. 3000, 5000. Ja, leider kann ich mir die gerade alle nicht kaufen. Aber das sind die neuen. Wir haben einen Musikerhut, das Musikeroutfit, das ist das gleiche, ne, wie die Musiker in der Stadt anhaben. Sunshine Sonnenbrille. Oh, Sunshine. Nintendo, mach ein neues Sunshine, bitte. Neues, kein Remake. Neues Mario Sunshine für die Switch, bitte. Und ein Ritterhelm. Da, leider nichts für den, da er ein wenig schwer und unbequem ist. Ich fände es geil, wenn der tatsächlich einen Stat drauf hätte, dass man sich langsamer fortbewegt. Das fände ich cool. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Outfit schon habt, ob das so ist. Weil ich habe jetzt leider nicht die Münzen dafür. Hier in dem Shop ist aber nichts, ne? Das wäre ja crazy. Okay. Okay, gehen wir mal ins Kaskaden an und gucken, wie das da mit den mehr Münzen aussieht. Man konnte sich teleportieren. Welche Taste war die Map? Minus. So. Luigi wird jetzt immer angezeigt hier. Achso, den Modus habt ihr natürlich nur, wenn ihr das Spiel schon durchgespielt habt. Das heißt, ihr müsst die Story schon einmal beendet haben. Dann kriegt ihr den Luigi-Mode freigeschaltet. Vorher gibt's den nicht. Los. Kaskadenland. Let's go. Sieht man Luigi schon irgendwo hängen? Ich sehe ihn gerade nicht. Aber er müsste hier irgendwo am Spawn hängen. An einem Ballon. Irgendwo. Hallo Toad, hallo Koopa. Wo ist er denn? Ah, da oben. Ah, da hängt er an einem roten Ballon diesmal. Hi. Der zum Koffer auf. Das ist ja voll cool. Kommst gerade richtig. Er veranstaltet eine Sonderjagd mit mehr Münzen. Klar, mach mal. Lass mal gucken. Lass mal Ballon suchen. Welchen Ballon möchtest du suchen? Ui, die gehen ja richtig ab hier. Gibt bestimmt auch so Easy-Ballon-Hunts. So Leute, die Ballons extra easy verdingsen und dann kannst du easy Münze fahren. Das wird doch bestimmt abused. Okay. Und? Wo bin ich denn hier? Okay. Okay, auf der Seite anscheinend nicht. Wo denn? Wo denn? Hier drin? Nein. Okay. Der war irgendwo unter mir. Ich habe nicht gesehen, wo. Ich würde es gerne aber nochmal probieren. Der Pfeil ist doch irgendwie keine Hilfe. Genau unter mir. Ja, so ziemlich. Ah, hab ihn. Mach, steh auf. Danke. Mein Gott, so viel Zeit, Sekunden verschenkt. Münzen, goddammit. Münzen für 20 Sekunden. Das ist heftig. Und noch ein. Da in die Richtung. Okay. Oh nein. Oh, und dann immer dieses Hängenbleiben. Okay. Ah, da hinten. Okay, die sind gut versteckt hier. Sehr gut versteckt. Also, was heißt sehr gut versteckt? Die sind fair versteckt, würde ich sagen.
Vielleicht war der eine in der Stadt auch fair versteckt, aber dadurch, dass der in den Keller gezeigt hat, ich weiß ja nicht. So, machen wir einen noch. Der in 30 Sekunden in die Richtung. Ah, am Spawn. Okay, kein Ding. Easy Game. Als ob ich dafür länger brauche. 105? 65? Guck mal. Hey, du hast aus einem 3 hintereinander gefunden. Das heißt 42. Boah, die Münzen. Die Münzen. Man kriegt hier so krass Münzen. Holy shit. Guck, der gibt 110 Münzen. Einen machen wir noch. Dann habe ich, glaube ich, genug gezeigt von dem Spiel. Und den finde ich jetzt nicht. Pass auf. Oh nein. Sehe ich den? Kann der? Okay, das glaube ich nicht. Ah, hier. Ich hätte gerade kurz gedacht, dass der vielleicht... Kann man Dinge zerstören und dann einen Ballon reinpacken und beimjenigen, der spielt, ist der dann verdeckt. Und sowas halt. 110, 160, 170, 236. Das gibt richtig Cash. So, das möchte ich jetzt aber eben versuchen. Ich möchte den Ballon verstecken. Und zwar möchte ich. Ach, das geht nicht, warte mal. Möchte ich gucken, dass ich diesen Stein da zerstöre? Leider kann ich das selber nicht nachprüfen. So, den zerstöre. Und den jetzt hier hinpacke. Weil theoretisch ist ja bei demjenigen, der spielt, der Stein wieder da. Oh, jemand hat nach meinem Ballon gesucht. Guck mal, das ist... Das, da verdient man sich von alleine die Nase. Das ist halt eigentlich, also die goldene Nase. Mein Gott, ganze Sätze. Oh, mein Bonus für die Gewinnreihe geht flöten. Einmal geht noch. Das macht voll süchtig. Sollte verboten werden, das Glücksspiel. Komm, ich mach einen noch. Okay, in die Richtung. Oh, oh. Ist das der gleiche? Ah, da hat es einer auch versucht. Genau so ein... Genau das, was ich gerade gesagt habe. Es geht also. Okay, man kann den Scheißballon im Stein verstecken. Richtig mies. Da hat einer das gleiche versucht. Ja, easy. In einer Folge 8 Sterne hier. Ja, jetzt möchte ich aber nichts mehr suchen. Nein, ich drücke mal den falschen Knopf. Okay, B, B, alles B. So, vielen Dank fürs Zugucken. Das war die Ballonjagd von Luigi und Mario. Wir haben innerhalb, weiß ich nicht, kürzester Zeit 2000 Münzen gemacht. Easy Game. Und ich habe nicht mal die ganze Folge lang nur die Ballonjagd gespielt. Und gerade hier im Kaskadenland rauscht es ja nur so von Münzen. Ja, viel Spaß mit dem Modus. Schaut auch mal rein, wenn ihr das Spiel durchgespielt habt. Zum Münzenfarmen. Finde ich bisher, lohnt es sich auf jeden Fall. Das geht, glaube ich, schneller als... Jemand hat deinen Ballon platzen lassen. Nein! Wag es dich, nein. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.